von Inas Norden. Hier eingerissene Häusermauern. Abgefallene Lasterreifen. Was ist los? Auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Wie viel Sturm hier wirklich tobt und was hier sonst noch so los ist, das klären wir jetzt in einer neuen Folge von Inas Norden. Habe ich das schon gesagt? Inas Norden. Ja, wie gesagt, richtig stürmisch kann es hier werden. Helgoland bei Windstärke 12 Kinners, da geht nichts mehr. Aber guck mal, Sonne gibt's hier auch. Und den roten Feuerstein. Den suchen wir mit Hans auf der Helgoländer Düne. Und wir sind mit Jörg im etwas gruseligen Helgoländer Bunker, beziehungsweise in dem, was davon übrig geblieben ist. Und guck mal, wir gucken uns mal beim Helgoländer Kleingartenverein die Gurkenernte an. Und was muss man über Helgoland noch wissen? Vielleicht so viel, die lange Anna ist keine Frau, sondern der Felsen hier. Auf Helgoland, da finden wir die höchste Erhebung des Kreises Pinneberg, den sogenannten Pinneberg. Und die Insel, die ist so klein, dass ihr statt diese Sendung zu gucken, in der gleichen Zeit auch bequem einmal drum rumlaufen könntet. Übrigens die kulturelle Begegnungsstätte der Insel, das ist der Fahrstuhl vom Ober- ins Unterland, beziehungsweise umgekehrt. Da trifft sich die ganze Insel, das glaubt ihr gar nicht. Wie heißt du denn? Gerwin. Gerwin ist aber auch lustig. Hallo. Komm doch mal rein. Ja, das ist meine Sahneschnitte. Eins, zwei, drei. Wie viele Sahneschnitten, Gerwin, hast du denn? Auch schon ein paar. Und jetzt musst du immer hier abtickeln. Ja, das ist Sky, mein Schatz. Guck, sag ich da. Sky. Ihr seht schon so gesund aus. Die Inselkinder sehen ja so extrem gesund aus, finde ich. Du fährst immer rauf und runter, rauf und runter. Wie im Leben, ein Auf und ein Ab. Das ist Kalle, das ist auch schön. Ein Fiesenmann. Moin, Kalle! Der hat doch gerade wieder ein Fahrrad geklaut, das sehe ich doch schon. Klar, komm rein, Knut. Hier den kleinen Kindern den Ranzen klauen und Fahrräder klauen. Ja, gibt's Fisch heute Abend? Nee, Knieper. Oh. Knieper. Was ist Knieper? Das sind die Scheren vom Taschenkrebs. Nee, das ist der fieseste Map von Helgoland. Ja, nur der da, diese Grinsebacke da. Alle Fahrkarten dabei? Kennst du die immer alle, die hier reinkommen? Wie viele Einwohner hat denn Helgoland? Also rund 1300, aber eigentlich kennt man fast alle. Das ist schon der Dreh- und Angelpunkt. Nicht so viel. Komm so rein! Ja. Hallo! Jo! Guten Tag! Einmal! Hast du manchmal auch keine Lust, die nett zu finden, alle, die kommen? Ja. Schlechte Laune, man ist ja so eng hier. Man steht ja manchmal, steht man ja manchmal hier. Das Problem ist, wenn die Leute stinken. Das ist dann schon mal ein Problem. Oder wenn die vom Schiff kommen, das war ordentlich Seegang. Ja, und dann ist haben die sie schon mal angeguckt? Mild gesäuert. Das ist dann nicht so schön, aber. Und dann? Was machst du dann? Dicke Backen. Tag. Hallo. Haben Sie eine Fahrkarte? Lieber Gerd. Kann ich dir eine Nähjacke machen? Da, jetzt ist da ein Loch drin. Toll! Wirst du mich vermissen? Heiß und innig, mein Schatz. Heiß und innig. Meine Kiwi-Barracuda-Buttercremeschnitte. Oh! Weitere lustige Bewohner von Helgoland sind ja die sogenannten Bastölpel. Und die lebensmüden Troddelum. Lebensmüde, weil die Jungvögel nachts aus 50 Metern Höhe vom Felsen springen. Und zwar bevor sie fliegen können. Oder so. Aber da oben am Felsen erwartet Frank. Und der soll mir das jetzt mal ganz genau erklären. Achtung, Frank, ich komme! Quietsch! Hallo, Ina. Grüß dich. Guten Tag! Na? Herzlich willkommen auf Helgoland. Ja, du, bin ja schon eingegruft. Wie heißt der Felsen? Das ist der Lungenfelsen. Das ist also nicht der Lungen von Lunge? Lumme, von der Lumme. Und die Lumme ist ein Vogel? Das ist ein Vogel. Das ist der Lumme oder die Lumme? Die Lumme. Und das ist jetzt ein ganz bekannter Helgoländer Felsen, ne? Also dieser Lungenfelsen ist also das kleinste Naturschutzgebiet in der Bundesrepublik Deutschland. Also diese Trottellum hier haben wir so zwischen 2500 und 3000 Paare haben wir davon hier sitzen. Aha. Die meisten dieser Tiere sind inzwischen, also die Küken sind im meisten schon gesprungen. Och, das heißt, es kann ganz schön schnell mal schief gehen, wenn die sich darunter stürzen. Ja, aber keine Verletzung. Die Tiere verletzen sich dabei nicht.
Die Trottellumme. Nein, die Trottellummen machen das nicht. So trottelig sind sie nicht. Aber hier sind doch auch Vögel, die kenne ich doch auch. Hier sind doch Möwen. Ja, das sind die drei Zehenmöwen. Das ist das, was wir hier vorne sehen. Und dann diese großen Vögel, das sind die Basstölpel, die dann also auch hier schon mit 240 Paare etwa sind. Basstölpel und Trottellummen? Ja. Also habt ihr die Namen gegeben, ihr Gemeinen, ihr? Nein, der Basstölpel, der Name Basstölpel kommt also von einer schottischen Insel, Bass. Bass von Bass. Ja, Bass. Ja, nicht Bass, sondern Bass. Ja. Und das Tölpelhafte, das kommt eben halt von der etwas schwerfälligen Gangart an Land dieser Vögel. Ja. Und wenn man sie dann an Land sieht, sind sie auch recht schwerfällig. Gibt es irgendwas Lustiges über diese Vögel zu erzählen, was sie können, was sie nicht können? Können die Kunststücke? Also Kunststücke will ich nicht sagen, aber wenn man bedenkt, dass eine solche Lumme bis zu 150 Meter tief tauchen kann, dann ist das schon bemerkenswert. Meine das ist ich, aber ne? echt tief. Ja, 150 Meter. Oder die Basstölpe, die wir jetzt also hier sehen, die sich so aus 20 Meter Höhe ins Wasser stürzen, dann die ganz kurz vorher die Flügel anlegen und dann wie ein Pfeil ins Wasser schießen. Das kenne ich, das Bild. Ja, und dann so das 4 Meter. Wenn er immer ganz scharf drauf ist. Ja, genau. Und dann so 4 Meter tief reinkommen, ja. Aber dann unter Wasser fliegen bis zu 20 Meter, um dann unter einem Fischschwarm zu kommen und dann von unten sich den Fisch zu holen. Wie so ein Hai. So. Ist dir immer noch nicht ja. kalt? Nee, ich friere nicht. Nein. Ich verstehe das überhaupt nicht. Nee, also du bist doch nicht mehr. Das kennen wir. Du bist doch kein 20 mehr. Naja, diese 2 Jahre älter macht ja auch nichts. Ne? Also recht. Frank, danke schön. Alles klar. Ich räume mich mal hier weiter, ne? Viel Spaß noch auf Helgoland. Du, dir auch. Alles klar, tschüss. Danke. Tschüss. Und jetzt geht's von den Helgoländer Trottellummen zu den Helgoländer Kargfinken. Und die sitzen nicht im Felsen, sondern in der Eierkrogstube. So, Eiergrogstube. Das ist genau mein Ding. So, hier wird ja nicht geklaut, ne? Jetzt gibt's Shanties. Shanties auf Helgoländisch. Jungs, und ihr wohnt hier alle auf Helgoland? Wir wohnen alle auf Helgoland. Und ist schön hier? Wunderbar. Sag mal, und sprecht ihr hier auch manchmal über die Probleme mit euren Ehefrauen oder wird hier wirklich nur gesungen? Oder bricht auch mal einer ein Lied ab und sagt, wartet, ich habe ein Problem, ich bin heute nicht gut drauf? Nee. Nein, ja, guck mal, wie ruhig. Männer sprechen ja nicht über ihre Probleme. Wie heißt du denn? Ingrun. Ja. Wenn die Jungs hier sind, sprechen die auch manchmal so über Probleme oder so? Nee, die singen. Ich darf dazu nichts sagen. Ich habe Schweigepflicht. Gott von Biskaya, ein Mädel, ein Schand, ein blonder Matrose hielt sie bei der Hand. Toll. Was machst du denn beruflich? Ich bin Entsorgungslogistiker. Und das heißt, du... Ich bin bei der Müllabfuhr. Toll. Wir sind betreut. Ach, du bist da auch? Ihr seid Kollegen. Hey, wir sind die einzigsten Müllfahrer auf der ganzen Welt, die zusammen Helgoländisch sprechen. Und singen. Achtung. Und singen. Gibt es auf der ganzen Welt. Ja, könntet ihr euch auch auf Helgoländisch jetzt unterhalten, ja, wenn du zu ihm sagst, Mensch, heute haben die aber auch wieder einen Scheiß weggeschmissen, das geht ja auf keine zum Kuhhaut. Beispiel, ja, das heißt dann... Fall. Solange es hier böse Wort nahe ist. Also, ich nehme keinen an, wenn man schaut, wie der Mann, it came hier. Also, toll! Über alte Fell, ja. Und du würdest dann antworten, ja, finde ich auch. Ja, okay. Ja, den hört man nächstes Mal oder wieder. Oh. Das ist ja süß. Ja. Aber dann wird es ja doch noch gesprochen hier. Naja. Trennt ihr hier Müll eigentlich? Ja, ja, aber richtig. Und ihr presst das aber alles wieder zusammen? Nein. Wir pressen nur den Rest. Sie ist so bösartig. Halleluja, Jaube, Wölle, Wetschenden, Halleluja. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hoi, hoi, hoi! Oh Mann! Das ist was ganz anderes. Ich mach das Wetter auf Helgoland. Wie machst du bis hier früh? Ja. Heute hat's geregnet. Ja, da war ich nicht zuständig. Ich habe heute frei gehabt. Aber ich bin für die Sonnentage zuständig. Und welches Wetter stimmt mehr, Kachelmanns oder deins? Also unseres auf jeden Fall.
Weil das ist bodenständiger. Ja, das auch, wir machen das viel länger als er. Und dann hast du gesagt, Papa hat so einen tollen Beruf, das will ich nicht machen. Genau. Ich will ja, Nachtschichten habe ich keinen. Ja. Ach, muss er auch Nachtschichten machen? Ja, muss auch Nachtschichten. Könnt ihr mal eine Wolke kommen? Ja, eben. Bist du verheiratet? Nein. Warum nicht? Ja, das ja, noch nicht das passende. Ich dachte, was wüsste man, wenn man hier wohnt, schon mit 12, wen man mal heiratet, wenn man groß ist. Aber ist es für euch nicht spannend, wen das Kind wohl nachher mal so heiratet? Macht man sich doch natürlich Gedanken drüber, oder? Ja. Da weiß man auch die Inke von nebenan und so und ich Sabine von gegenüber. Werden, ja. Ja. Und du sagst ja, nö. Ja, bei uns nebenan gab es einen Dennis. Und das. Ach so. Wollte ich nicht. Einem fröhlichen Besäufnis hört man, schrieb Hoffmann von Fallersleben ja auch seinen Hit Das Lied der Deutschen, also die Nationalhymne, hier auf Helgoland. Dabei gehörte die Insel 1841 noch zu England und gesprochen wurde hier gar kein Deutsch oder Englisch, sondern Hallunder. Es ist dieses putzige Helgoländisch. Köln. Holländisch also wollte ich lernen, aber Helgoländisch. Helgoländisch, tach erstmal, ne? Welkom Iblon. Heißt Welkom Iblon. Herzlich willkommen auf Helgoland. Das ist ja noch fieser als Friesisch. Das ist Friesisch. Nicht fieser als Friesisch. Helgoländisch ist ein friesischer Dialekt. Weil ich verstehe bei Friesisch gar nichts. Gar nichts? Nee. Also ein bisschen versteht man immer. Ich finde, wenn man Plattdeutsch kann, kann man auch Friesisch lernen. Überhaupt nicht. Ach, stimmt nicht. Wollen wir üben? Überhaupt nicht. Wollen wir reingehen? Ist das die schöne Gelbe? Ist das die Schule? Ja, das ist jetzt im Moment unser Computerraum und da sind oh, die so Kiddies. So was hat man hier schon auf Helgoland? Schon, das haben wir schon lange. Wir sind hier nicht hinten am Mond irgendwo. Kinder. Gibt's ja auch auf der Insel. Noch, ja, Gott das, sei Dank. Seid ihr denn richtig Insulaner? Ja. Alle hier geboren? Und was machen Mama und Papa hier auf der Insel? Mein Vater arbeitet bei der Polizei und meine Mutter in der biologischen Anstalt. Es gibt eine Polizei hier? Ja. Wenn dein Papa abends nach Hause kommt, dann erzählt er dir, wie viele Kekse er gegessen hat. Und, ja, und dass einer mit dem Fahrrad umgefallen ist und ja, sowas? Fahrrad fahren dürfen wir hier nicht. Man darf hier kein Fahrrad fahren? Ja. Doch, die Kinder dürfen Fahrrad fahren, aber nur bis sie, wie alt dürft ihr sein? Maximal 14, ne? Und dann nur im Winter, von Oktober bis April. Ansonsten sind die so rattenschnell. Und warum wollt ihr jetzt diese komische Sprache, die noch mal komischer ist als normales Friesisch, warum wollt ihr die lernen? Wieso ist sie komisch? Weil die sich komisch anhören. Ja. Bettina, wenn ich jetzt sage, gestern habe ich mir einen roten Pulli gekauft, der ist neu und ist total warm, ich freue mich so. Gestern hole ich mir einen roten Pulli oder einen roten Was soll ich noch Jumper kaufen? Und der ist total neu und ich freue mich doch, machte. Wirklich ganz anders als platt, finde ich. Ja, natürlich. Ja, so dänisch. Das hat so was sehr Schwedisch-Dänisches. Nee, das ist Englisch und Friesisch ist Nordseegermanisch. Während platt und sowas und Hochdeutsch und Dänisch und sonstiges Nordgermanisch bzw. Binnengermanisch ist. Sagt der Professor aus Kiel. Alles? Und darf man die Sprache Helgoländisch nennen? Ja. Du sagst auch Helgoländisch, ne? Nicht Helgoländisch, sondern Helgoländisch, ja. Helgoländisch. Ja. Halunder heißt es eigentlich. Halunder. Ja, so wie Söllring oder Fähring oder Irmbrand. Bettina, ja. Was heißt denn, ich muss jetzt auf den Kutter und Fische fangen? Ich guck ne über Ruder in der Willig Fesken. Ja, ich guck mal, was ich da zu essen finde. Ne? Sieh mal zu, viel Spaß wünsche ich dir. Tschüss. Guten Fang. Naja, Kutter stimmt auch nur fast. Ich will ja gar keine Fische fangen, ich will ja auf die Düne. So heißt die Badeinsel von Helgoland und die liegt gleich nebenan. Mit meinem eigenen kleinen Flugplatz. Ich will hier Steine suchen, aber nicht irgendwelche, sondern einen Stein, den es auf der ganzen Welt nur hier auf oder vor Helgoland gibt. Den roten Feuerstein. Und das heißt dann Rotstein?
Roter Feuerstein. Roter Feuerstein, der ist total teuer? Teuer, der ist ideell, hat er seinen Wert und es, das Besondere ist wirklich daran, man findet ihn nur auf Helgoland, nur auf der Düne. Ach so. Und weltweit nicht zum zweiten Mal. Und wird da Schmuck draus gemacht? Da wird Schmuck draus gemacht, man kann ihn so aus Schmeichelstein verkaufen. Ich will mal sehen, ob das klappt. Da könnte man jetzt ja schon so eine Kette draus machen. Dann kann man schneiden, Scheiben schneiden, polieren, das ist was Wunderschönes. Und keiner kann erklären, auch die Geologen wissen nicht, warum diese auf erster Lagerstätte, heißt das, also so aus dem Berg rauskommen und innen drin rot sind. Das weiß kein Mensch. Weil die noch nicht goa sind. Ja, mal für ihn. Ich habe einen. Man kann so ein bisschen süchtig werden, ne? Ich habe aber einen ganz schönen hier. Guck mal. 160.000 Jahre rollt er bei uns auf und ab. Kommt aus der Saale-Vereisung. Darf ich mitnehmen, ne? Das darfst du alles mitnehmen, ja. Warum ist der toll? Das ist ein Roter. Das? Ja, ja. Hauen wir den mal auf. Hau mir doch bitte nicht immer auf die Lippen. Lippe. Und das ist hier, das ist so ein Handschmeichler für die Tasche. Und was bringt er mir in der Tasche so? Immer Geld genug und Liebe und alles, was du so brauchst. Geld und Liebe? Alles auf einmal. Gute Zensuren, gute Kritiken. Aber ich will noch einen Seehund sehen. Ja, wir gehen da rum jetzt, Ina. Hey, yo, I'm standing at the bar with a few cigars. Guantanamera. Hey, yo, I think she's eyeing me from far. Guantanamera. Guarida, Guantanamera. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, es sind eigentlich schon wieder zu viel hier. Nein. Ist nicht so. Ach was, ach was. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt zu viel Möwen oder es gibt zu viel das oder zu viel das. Hör mal, singen sie. Ja. Und wir haben also Kegelrobbengeburten hier im letzten Jahr 31 Stück, soviel ich weiß. Wirklich etwas so Besonderes, dass man an diese Tiere so dicht ran kann. Das gibt es nirgendwo. Ich tue so, als ob ich sie gar nicht sehe. Sie nehmen nicht mal Notiz von uns. Ich habe ja immer gedacht, eure Tourismuszentrale baut so ein paar Attrappen ins Wasser, die mit so einer Mechanik immer so rauf und wieder runtergedreht werden, damit der Tourist sagen kann, oh, guck mal da, Ilse. Du bist ja wohl dösi, wa? So ist das, nee, ne? Nein, so war das noch nicht. Ich habe früher mal gemeint, wenn sie das Maul so aufreißen, dass sie gehen, nicht? Ja, aber haben Hunger. Nee, ich glaube, die wollen mir nur oder uns nur signalisieren, guck mal, was ich im Maul habe. Solche Zähne. Ehrlich? Da ist ein Leopard, also ein Waisenknabe gegen. Und das sind, sagt man ja, auch die größten Raubtiere in der Nordsee. Ja. Sind sie ohne Frage. Das fühlt mir richtig so wohl wie so ein... Wie so eine Kegelrobbe. Wie so ein Kegelrobbe, weißt du das? Ich sag nur, Hans, im nächsten Leben Kegelrobbe sein. Kegelrobbe und dann auf Helgoland. Und dann aber nur auf Helgoland. Ja. Und das ist in jedem Fall besser als Taschenkrebs auf Helgoland. So ein Taschenkrebs, der landet nämlich ganz schnell mal im Kochtopf. So, jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem. Das ist die bunte Kuh. Das Dedi. Den habe ich schon mal vorbereitet. Und hier ist gerade ein Knieperkutter angekommen. Und mit Dedi mache ich jetzt mal Knieper. Eine helgoländische Spezialität. Das sind sie. Das sind sie. Das sind quasi die Arme, wo die immer so mitgreifen. Können die auch verletzen damit? Die können richtig gut verletzen, na klar. Die kommen direkt hier von vor der Küste? Ja, genau. So, Wasser rein. Ah, nee, die... Du hast es aber hier puschelig und eng. Da kommt jetzt das Helgoländer Wasser, echtes Helgoländer Wasser. Oh. Wäre das jetzt eine Portion für zwei Personen? Das ist eine Portion. Wie lange sind die da drin im Wasser? Na, insgesamt bist du so fertig, sind so 20 Minuten, 25 Minuten. Aber das wäre natürlich ein Gericht, was ich mir sogar zutrauen würde nachzukochen. Ich kaufe einfach 5 Cocktailsoßen, schmeiß ein paar Ärmchen ins Wasser und sag, hallo, ich habe gekocht für euch. Kann man auch die Innereien, das ist ja so dieser Taschenkrebs, man kennt ja so dieses Bild. Ja. Und das, was da im Bauch, im Pansen sitzt, kann man das auch essen? Ja, gibt es. Also gibt es auch richtig in Kochbüchern Rezepte und ich habe es aber noch nicht gegessen.
Yippie, yeah, yippie, yippie, yeah. Hier ist aber auch schön, du. Mm. Richtig schönes Helgoländer Wetter. Ja, ist das so? Ich habe ja aber auch schon was anderes erlebt. Ja, und ist ja das schöne Helgoländer Wetter. Das wächst du das ja alle drei Jahreszeiten auf einmal. Ich wink schon immer allen, weil die mich schon immer alle kennen. Das finde ich auch angenehm. Kann aber auch lästig sein, oder? Das kann lästig sein, ja. Wenn man sich mal total betrinkt und fällt zum Beispiel ins Wasser, dann weiß es ja am nächsten Tag ganz Helgoland. Nicht so spät, früher. Ah, ja. Noch früher. Also Knieper ist wirklich total lecker. Man muss ein bisschen handwerklich begabt sein, eventuell Zahnmedizin studiert haben, aber dann geht's. Ja, wie hat Detlef noch so schön gesagt, wir haben hier alle Jahreszeiten gleichzeitig. Wenn hier mal so ein bisschen Wind aufkommt, ne, dann sehen die Landratten-Touristen aber natürlich ganz schnell ziemlich alt aus. Es ist unsere Zeitrechnung. Ich stehe hier mitten in Mitteleuropa, auch wenn man es nicht meinen mag. Es ist Helgoland, es ist nachmittags und das Schiff nach Hamburg ging nicht zurück. Es ist tragisch. Kommt. Wie ist die Stimmung? Schlecht, wir haben keine Unterhose dabei. Aber wo schlaft ihr heute Nacht? Mal gucken. Wir, mal. Wir sind schiffbrüchig. Diese Jacke, wo kriegt man die? Sind Sie heute Morgen schon gekommen? Ja. Und da hat es schon so geschaukelt. Ja. Und dann mussten alle brechen. Viele. Und schlechte Laune? Nö. Wo schlafen Sie heute Nacht? Weiß ich nicht. Haben Sie ein Zimmer frei? Nein. Schade. Wie sollen die denn entscheiden, wenn die Wetterlage so indifferent ist? Die Wetterlage, die war seit Tagen schon vorausgesagt worden. Sie reden aus verständlicher Verärgerung. Verständlicher Verärgerung? Nordseewetter ist unberechenbar. Je suis français, c'est la première fois que je viens à Helgoland. Je trouve que on manque d'organisation et on n'est pas fait pour le touriste. I'm singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feel. And I'm so, Karate muss heute leider ausfallen. Mal gucken, die Leute mussten ja hier übernachten wegen Orkan. In der Turnhalle, ganz klassisch. Ich finde das so toll. Endlich mal was los. Hier lümmeln sie. Man kann schon riechen, dass ihr alle eure Schuhe aus habt. Das muss ich mal so sagen. Oh, sagen Sie bloß, Sie sind die Lehrerin. Ja. Haben Sie denn hier alles gesehen auf Helgoland? Wir haben noch gar nichts gesehen, weil es gestern so geschüttet hat, wie wir angekommen sind. Ja, mal ein bisschen Bewegung hier, Kinder. Es gibt so viel zu gucken hier auf der Insel. Mutti in Wien, euren Jungs geht es gut. Aber reicht die Wimperntusche die nächsten Tage? Es haben eine Mami, aber die reicht ja. Hier bei euch riecht es besser als drüben bei den Jungs. Ja. Moin, hallo. Darf ich mal eben kurz fragen, war hier Erbsensuppen essen gerade? Ach, die kriegen hier richtig Erbsensuppe? Richtige Erbsensuppe, ja. Lecker. Was ist gerade Krisensitzung angesagt? Schon mal so eine leckere Erbsensuppe gegessen? Sehr gut, ja. Jetzt tu mir mal einen Schlag drauf. Oh, und ein paar extra Würstel, geht das noch? Oh. Ja, schade. Irgendwann ist auch der schönste Orkan mal zu Ende. Und dann gehen die Schiffe wieder. Und dann sitzt man hier wieder so alleine. Aber Suppe war lecker. So, Kinders, die Häuser hier auf Helgoland, die sind ja relativ klein. Dafür sind die Keller umso größer. Und das habe ich mir nicht überlegt, sondern das sagt... Jörg. Tag, Jörg. Tag, Ina. Na? Schön, dass du da bist. Ja, ne? Wollen wir mal in den Keller gehen? Ja, du, die sind geschienen. Ist das schön? Ja. Ja. Und da gehen wir in den Keller, jetzt, wo die dann Sonne scheint. Dann gehen wir in den Keller. Ist ja nicht zu glauben. So, schön warten, ne? Ja. Und nicht mit fremden Männern mitgehen. Ja, dann komm mal mit. Komm, Jörg. Wir gehen in den Keller. Wie tief geht denn das hier noch? 18 Meter unter die Erde. Du musst jetzt mit mir 90 Stufen nach unten. Prima Donna, was wären wir ohne sie?
das Licht geht aus im Bunkerhaus. Ist ja egal, ob wir in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Etage stehen, sieht ja doch alles irgendwie gleich aus. Es sieht irgendwie gleich aus, das ist alles unter der Erde, ne? Ja, aber hier hätte man noch günstig Touristenwohnraum jetzt bauen können. Früher war nämlich ganz Helgoland unterkellert. Luftschutzbunker und Militäranlagen. Die Insel hatte ja mal mehr Soldaten als Einwohner. Das ist der sogenannte Fuchsbau. Nicht? Und das ist ein Teil des jetzt noch zu besichtigenden Bunkers. Man sieht das hier. Ach so, hier sind wir jetzt, ne? Da sind wir sind hier in dieser Nische jetzt. Mhm. Hier gibt es immer so nach rechts hier waren und links. Toiletten. Ja, wobei im Kriege hatte man hier richtige Porzellantoiletten und eine Kanalisation. Die ist natürlich bei dem großen Angriff mal kaputt gegangen. Ich guck da mal nicht rein, ne? Ach, da sollte nichts drin sein. Nee, aber ist ja öffentlich-rechtlich. Auf Helgoland fiel die allererste Zweite Weltkriegsbombe. Richtig, genau. Kam da einfach mal einer so geflogen? War das die? Nein, das ist der Big Bang. Das ist 2 Jahre nach Kriegsende, 18. April 1947. Da hat man hier 6.700 Tonnen Sprengstoff vom Festland hergebracht. Das ist das, was du hier unten alles siehst, in die Bunkergänge eingebracht. Und dann um 13 Uhr mittags aus 9 Kilometer Entfernung zur Zündung gebracht. Und das war die große Detonation. Und das nennt man heute noch Big Bang. Big Bang, ja. Das ist die größte nicht-nukleare Sprengung der Welt bis heute. Warum? Einfach, um alle militärischen Anlagen ein für alle Mal zu zerstören. Wenn man jetzt überlegt, guck mal, hier auf diesem kleinen Fleckchen Erde sind 981 Bomber angeflogen, haben ihre Last abgeworfen. Auf der großen Stadt Dresden. Den Film und sowas kennt jeder. Ja. Sind gerade mal etwas über 500 Bomber angeflogen. Um das Verhältnis zu sagen, wenn man jetzt überlegt, was das für eine Masse ist, die hier konzentriert auf diesen kleinen Flecken war. Jetzt sind wir rum. Oh, toll. Und hier könnte man wieder raus und wäre oben an der katholischen Kirche. Oder man legt seine Matratze aus und bleibt. Was sagen denn so Schülergruppen, wenn du jetzt mit denen hier durchläufst? Ne? Und jetzt bist du hier und sind ja nicht leise und hören dir zu? Für Schüler ist das Sinn und Zweck, die sollen hier eins lernen. Krieg ist scheiße. Das darf man zwar nicht sagen und schon gar nicht im Fernsehen. Doch. Aber genau das sollen die Kinder hier lernen. Selbst heutzutage gibt es hier auf Helgoland noch den einen oder anderen Luftangriff. In der Fußgängerzone. Ist aber vergleichsweise harmlos. Sind Sie der einzige Polizist hier auf der Insel? Nee, hier gibt es ja mehrere Polizisten. Warum das denn? Ja, warum gibt es hier Polizei? 1300 Einwohner, mehr als einen Polizisten? Wir haben aber hier sämtliche Facetten des polizeilichen Lebens, wie auf dem Festland auch. Was heißt denn das? Ja, was heißt das? Wir Trunkenheit haben... am Steuer gibt es ja schon mal nicht. Aber es gibt Trunkenheit im Schiffsverkehr. Das haben wir schon. Oh, ehrlich? Das haben wir ja. Dass die so mit ihrem Kuller? Also das kann vorkommen, ja. Das kommt gerade im Sommer, wo wir viele Sportbootfahrer haben, kann das schon... der Fall sein, dass wir dort mal tätig werden müssen. Aber das heißt, der müsste ja aufs Wasser raus. Wir fahren auch aufs Wasser, ja. Ach, du bist auch auf dem Boot Polizist? Wir sind sowohl auf der Insel als auch hier auf dem Wasser tätig. Oh, toll. Und die Jacke finde ich extrem scharf. Die ist klasse, finde ich. Und da musst du... Oh, da steht Polizei am Fahrrad. Ja, wir haben hier Dienstfahrräder, die wir dann noch benutzen. Das heißt, ihr dürft Fahrrad fahren? Wir dürfen Fahrrad fahren, aber der normale Möb, so wie ich muss gucken, wo ich bleibe, ne?
Also wenn ich privat bin, muss ich ja auch zu Fuß gehen, sag ich mal. Machst du das auch wirklich? Das mache ich auch, ja. Aber du bist natürlich nie privat, weil du dir einfach die Jacke überziehst und zack, bist im Dienst. Nein, ich bin jetzt im Dienst. Ich habe jetzt Bereitschaftsdienst. Wo und denn? Zu Hause. Zu Hause? Zu Hause. Und dann auf dem Sofa macht es piep, piep, piep und dann guckst du und sagst, Oli 3024, das heißt, einer ist wieder betrunken Schiff gefahren. Dann geht das Telefon, ja, dann werden wir gerufen und dann müssen wir los. Und wie heißt du? Kenneth. Kenneth Rostig. Kenneth Rostig? Ja. Das ist ja auch wieder ein seltsamer Name. Wenn der Schutzmann um die Ecke nimmt Edelreis aus, ja, da, da, im Großstadt. Vögel, ein Felsen, ein paar Schafe, Wasser und eine Menge Wind. Das war es eigentlich. Die meisten Touristen bleiben nur einen Tag hier. Und erst wenn am späten Nachmittag die letzte Fähre los ist, trifft man hier die richtig echten Helgoland-Fans. Das ist ja toll. Und was ist das alles? Sehen Sie doch, das ist ein Foto. Ach, Sie suchen Vögel? Ja. Aber Sie sind ja komplett ausgestattet. Ich bin im Vogelschutzverein und die Damen bei uns im Verein, die sagen, ich wäre gut zu Vögeln. Aber ist das nicht eher was so für Afrika? Auch, ja, war ich auch schon gewesen. In Sambia. War ich mitten im Löwenrudel. Ja, haben mir nichts getan. Toll. Ja. Und wo setzen Sie sich jetzt hin? Ich gehe jetzt in mein Hotel und liefere das ab, weil es beobachten durch den starren Wind können Sie durch Spektiv nicht beobachten. Das rüttelt zu sehr. Ah, ja. Und ich tue ja auch hier durch fotografieren. Durch mit einem Adapter. Ist ein Fotoapparat? Ne, das ist ein Spektiv. Ein Spektiv? Zum Durchschauen. Bis 60-fach. 60 mal näher als normal. Und die Sonnenbrille ist aber jetzt, weil die... Ja, die kann ich runternehmen. Da habe ich ja hier. Ne? Bei mir herrscht Ordnung. Eingriff und das Suchen beginnt. Wie heißen Sie denn eigentlich? Helmut. Helmut? Aber ich bin kein Kanzler. Nein? Hat schon zwei gegeben, Helmut. Aber wären Sie gerne? Nein. Und von wo sind Sie denn? Ich komme aus Schweinfurt. Aus Schweinfurt? Schweinfurt am Main. Alles, was sich dreht, kommt von uns. Die Kugellaucher sind bei uns erfunden worden. Ist es wahr? Friedrich Fischer hat die Kugellaucher erfunden. Und wer hat die Nationalhymne geschrieben? Der Hofmann von Fallersleben, hier und auf Helgoland. Und wer hat die Musik geschrieben? Josef Haydn. Und wie betrunken war der Hofmann von Fallersleben? Was war der? War der betrunken? Betrunken? Sagt man. Der hat vielleicht einmal Durst gehabt. Nee, der hat Eiergrog getrunken. So, so. Ja, ja. Ja, der schmeckt gut. Der schmeckt am besten, wirklich, der schmeckt am besten, wenn man ihn selber trinkt. Ja. Ja. Und Schokolade schmeckt am besten, wenn man sie selber isst. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass es hier auf der Insel einen Schokoladen gibt, Mädels, Jungs. Guten Tag, ich Hallo. Bin Ina. Ich bin Anja. Tag, Anja. Hallo, ich bin Thomas. Thomas, guten Tag. Guten Tag. Oh, ist das ein Probierteller? Ja. Ist es nicht für euch ganz toll, wenn das Wetter so schlecht ist wie jetzt? Oh ja. Weil dann der Umsatz steigt ins ja. Unendliche. Also nicht ins Unendliche, aber besser als wenn die Sonne scheinen würde. Ne? Weil dann haben alle Angst, was mitzunehmen. Weil die sind Schmerz. Ja. Und ihr macht die selber hinten im Labor? Ja. Im Labor ist gut, ja. Ja. Eine Konfiserie können wir es nennen. Ja. Genau. Wollen wir da mal hingehen? Ja, wollen wir da was? Da können wir mal gucken. Wollen wir was gießen? Ist das lecker. Oh, ich würde ja sterben hier in dem Laden. Oh, und das ist jetzt schon weiße Schokolade. Das ist weiße Schokolade. Wir haben hier weiße, Vollmilch. Und weil wir heute Zartbitter gießen, größere, etwas mehr Zartbittermasse. Zartbitter total in im Moment, ne? Ja, immer mehr. Weil Frauen gerne Zartbitter essen, weil die aber angeblich nicht so dick macht. Ist es so? Ist so. Es macht nicht so dick, weil in der weißen und Vollmilch ist mehr Zucker und Milchpulver drin. Und du und deine Frau, warum seid ihr nicht völlig adipös? Adi was? Adi dick. Nee, also dick. Weil wir essen zwar, ich esse gerne Schokolade, aber... In Maßen? Nee, auch eigentlich, ich esse gut Schokolade. Ich bin auch ein bisschen dicker wie meine Frau. Das ist aber gut hier so. Ja, gut kaschiert, ne? Ja, ja. Ja, ja gut, und das kommt von der Schokolade, meinst du? Ja. So ein bisschen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt ein Walross. Oder eine Robbe oder irgendwie sowas. Egal, Hauptsache Schokolade. We'll be right back.
So, meiner ist jetzt aber ganz schön willig. Der möchte jetzt hier gestopft werden. Ja. So. Gut, und jetzt? Und jetzt füllst du einfach. Ja, aber ich wollte ihn jetzt ganz voll klatschen, aber genau, ist zu viel. Nee, ach, machen wir noch und dann lässt man es wieder raus. Genau. Ah, ich kann's. Okay. Dann mach. Also so, ne? Ja. Und dann so, schwups. So und dann so. Und dann rein. Richtig voll laufen lassen, dann ja? Dann richtig voll laufen lassen. Das heißt, die braune immer ein bisschen, immer die Form ein bisschen bewegen, damit die Luft da rausgeht. Ah, toll. So, das ist jetzt gut. In Ordnung. Und wie lange muss es jetzt trocknen? Zuerst machen wir gleich natürlich den Boden zu. Oh, was ich damit meine. Sag mir das doch vorher, dass hier alles voller Pralinen ist. Hab's hier, sag ich mal. Ich glaube, wir haben nicht allzu viele übrig gelassen. Jetzt können wir uns wieder auf die Arbeit konzentrieren. So, Ina, ich bringe die. Was passiert jetzt? Jetzt bringe ich die zum Kühlen nach draußen. Ah. Und so. Aber nicht kaputt machen. Nein, ne? Und dann bringe ich sie gleich wieder rein. Das geht nämlich schnell. Und ich kann ja ein bisschen hier mich. Du kannst, guckst sie einfach oben in Ruhe. Ne? Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. So. Mm. Hallo. Guten Abend, Pauline. Danke. Bitte. Sind gut, oder? Mhm. Geht so. Geht so. Ich weiß, was fehlt. Haare. So. Oh. Sieht gut aus. Ja. Kinder, womit ich ja auf gar keinen Fall hier gerechnet hätte. Auf Helgoland gibt es sogar einen Kleingartenverein. Als ob man sich hier auf dieser Insel noch von irgendwas erholen müsste. Hm. Oh, moin. Lassen Sie mich raten. Herr Rickmas. Herr Krüss. Herr Köhn. Oder so. Günther heiße ich. Tag, Günther. Na? Ihr habt es aber hier überall schön. Du hast aber eine Masse fahren am Mast hängen. Wie es sich gehört. Das ist Deutschland, das ist Schleswig-Holstein. Das ist Helgoland. Denn das Helgoland ist ganz oben. Schleswig-Holstein, Deutschland und Dänemark. Weil jo. Wir ja auch eine dänische Insel mehr waren. Oder zum aber ihr wart doch auch schon mal eine englische Insel. Ja, waren wir nur 50 Jahre. Da das sind wir froh, dass wir davon ab sind wieder. Ja, aber ist doch froh, dass ihr wieder getauscht habt, dann Helgoland gegen Sansibar. Sonst hättest du jetzt so einen Garten auf Sansibar gehabt. Ja, ne? Ja, ja. Ne? Hätte ich nur Bohnen pflanzen können. Ja, will man ja auch nicht. Ne? Nee. Das sieht ja toll aus. Ja, hier die Trauben im Himmel. Ja, da habe ich so 20 Liter Wein, mache ich jedes Jahr. Ist das echt so? Ich mache Traubensaft immer. Aber Wein, da bin ich noch nicht zugekommen. Wären die noch richtig schön? Oh, und süß. Blaue wären das. Ist das echt? Ja, toll. Und schöne Dicke auch. Ja, also da habe ich 20 Liter habe ich immer. So. Saft. Ja. 1620 war das schon die ersten Kleingärtner am Graben. Ja. Ist ja nicht wahr. Meine Eltern hatten die auch Gärten, aber diese Gärten sind ja alle einfach so entstanden, dass man sich was genommen hat. Eine Räucherkammer? Ja. Du, wenn ich hier zu den Helgoländern irgendwie sage, mal Fisch essen und so, dann sagen die immer, oh, Fisch. Oh. Ja, Fisch. Weil ihr gar keinen Fisch habt, mehr, oder? Jetzt haben wir keinen Fisch mehr. Nee, ich war aber letztes Mal draußen vor 14 Tagen. Wieso habt ihr jetzt keinen Fisch mehr? Ich weiß nicht, wo die alle abgeblieben sind. Ob die Seehunde, die schnappen oder die Basszölpel oder. Jetzt ist Fisch weg, oder was? Ja, das sitzt nicht mehr viel da. Ist ja ein Ding. Nee, nee. Ist das normal? Nö, eigentlich nicht.
Früher haben wir geangelt, denn wenn ich in 5 Minuten nicht einen Fisch hatte, dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, unbedingt, würde ich auch machen. Wie heißt du mit Vornamen? Harry. Harry und? Man kann früh Ferdinand sagen. Ferdi. Harry und Ferdi. Das gehört auch noch dazu. Ja, das ist auch noch mal. Können wir da mal reingehen? Oh, das ist die Party-Ecke hier. Auch hier ist aber nett. Und dann auch mit Musik und tanzt ihr dann auch so? Oh, wir feiern alle gerne. Ja, die Jägerländer sowieso. Versorgt ihr euch eigentlich immer selber, dass ihr so große Gemüsegärten hier habt? Ja, doch. Ja? Vor allem mit Kartoffeln. Die Helgoländer Kartoffeln sind ja besonders bekannt, nicht? Ja, das stimmt. Ja. Kenn ich sogar noch. Ja, ja. Hier ein bisschen zum Kitsch schneichst du auch, Harry, ne? Ja, das ist ja so also ein bisschen, nicht? Da hat früher mein Name ja drauf gestanden. Ach, echt? Du, aber dafür der Sturm war, sieht das aber noch gut aus hier. Ding Dong! Da höre ich schon, ja. Wo sitzt er denn? Lassen Sie mich raten. Herr Krüss. Nee. Herr Rickmers. Nee. Wie denn? Matthesen. Oder so. Herr Matthesen. Hm. Was ist hier so los? Nein. Ach, guck mal, hier ist ja schön. Du, bin ich ein bisschen neidisch drauf, Herr Matthesen. Ja. Was hast du früher gemacht, Herr Matthesen? Ich bin mal zur See gefahren. Du warst Seemann und warst glücklich? Ja. Was hat sich verändert heute, zwischen heute und damals? Nix. Bist du jeden Tag hier? Nee. Manchmal? Ja. Am Wochenende? Nee, so wenn ich Lust habe. Oh ja. Und was machst du mit dem ganzen Gemüse? Isst du das alles selbst? Ja. Ehrlich? Ja. Oh. Habt ihr überhaupt einen Wochenmarkt hier auf der Insel? Nee. Nee. Könntest du auch verkloppen? Nee. 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 Wolltest du mich mal was fragen, was auf dem Festland so los ist vielleicht? Nö. 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 Nee, ein Schwank und dein Leben? Nö. Ja, so sind sie. Kleine Sabbelbacken, ne, meine Helgoländer, du. Aber süß sind sie. So wie die Insel eben auch. Tschüss. Ja, die auch, ne? Tschüss. Love of mine, someday you will die. But I'll be close behind, I'll follow you. So, Kinders, ich habe ja immer gedacht, Helgoland, das heißt Butterfahrt. Und Butterfahrt heißt, abends bist du wieder zu Hause und fertig. So ist es aber gar nicht. Helgoland ist richtig schön. Man kann das hier auch echt länger aushalten, richtig Urlaub machen. Das hätte ich nicht gedacht. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. So, Kinders, die lange Anna und die kurze Ina sagen Tschüss. Ich habe alles gesehen von Helgoland. Ich liebe Helgoland. Ich sage Ja zu Helgoland. Und wenn ihr mich fragt, ob ich hier wohnen möchte, yo, ich möchte einen Möbelwagen schon bestellen. Aber hier kommt ja gar kein Wagen rauf auf der Insel. Ich, mein Roller und ich, wir gehen uns jetzt mal schlau machen, ob es vielleicht ein Möbelschiff gibt. Tschüss, Kinders, hol ich auf dich. Tschüss, tschüss. Oh mein Gott. Aber gar nicht so einfach. Immer wieder werde ich gefragt, Frau Müller, für Ihr Äußeres, was tun Sie dafür? Diese strahlend weißen Zähne. Ich sage immer, putzen, putzen, putzen. Au! Das Beste am Norden. Ja,